Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Blubberfische. Eurotrack Simulator. So, bin ich mal gespannt, wie lange die Folge gehen wird. Wobei jetzt ist ja relativ viel Autobahn. Wir sollten also relativ schnell Kilometer schrubben können, aber. So wenig wie wir in der letzten Folge Freunde gekommen sind. Aber trotzdem eine ganze Menge zu tun. Streckenmäßig. Lass uns loslegen. Biege nach rechts ab. Jetzt vielleicht noch langsamer. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Soft Mode. Jetzt muss ich mich auch noch dadurch mausern. Ich merke gerade, ich nehme schon seit 6 Stunden auf. Lol. Na klar, es ist jetzt direkt nacheinander die 13. Folge. 3 Folgen habe ich heute Nacht schon aufgenommen. Jetzt nochmal 13 Folgen. Eieiei. Geht ab bei mir. Oh, schon wieder ADAC.
Ernsthaft? Mit 40 wird sie lang? Oh Leute, das Spiel mag mich nicht. Kannst du stehen bleiben? Oder auch nicht? Arschloch. Der wollte mir gerade reinfallen, habt ihr gesehen? Ich war nur mit überhaupt Geschwindigkeit, damit wir nicht reinfahren können. Eisewehr Officer. Gut, bald müssen wir. Haben wir vielleicht noch einen Schlafplatz? Oder sollten wir hier schlafen? Oh ja, wir sollten hier schlafen auf jeden Fall. Das ist der letzte. Die letzte Möglichkeit. Immer geradeaus. Ja gut. Ich hätte wohl früher auf die Bremse drücken sollen. Ah. Wo mir gerade einfällt, eben schlafen gehen, wir waren ja eh gleich mit der Fähre. Problem ist halt, ich weiß nicht, wie lange wir mit der Fähre fahren. Los. Ach doch, wir schlafen da jetzt. Und dann Ausfahrt rechts. Und selbst wenn die Fähre auch wieder ein bisschen dauert, kommen wir trotzdem noch gut in der Mitte am Tag an. Sollte also noch lange hell sein. Ich glaube, wir sollten uns das nächste Mal die Strecke direkt vorher schon zurechtlegen. Gucken, wo wir schlafen müssen und wo nicht. Vor allem, wo Schlafmöglichkeiten sind und wo nicht. Das Witzige ist gerade eben, beim Unfall selber ist halt kaum Schaden entstanden. Die Kabine ist wieder komplett eskaliert. Aber denn beim Ausrollen, als wir uns das Getränk gelegt haben, da kam der erste Schaden auf einmal. Natürlich, solange wer die Mutter anmacht, reagiert nicht auf die Bremse. Schon klar. Ja, wahrscheinlich, weil solange wer den Motor anlässt, kann er nicht beschleunigen. Und weil er nicht beschleunigen kann, haben die Entwickler statt die Beschleunigung in der Zeit zu deaktivieren, einfach die gesamte Steuerung deaktiviert. Also, dass du weder beschleunigen noch bremsen kannst. In der Zeit. So, dann hoffe ich mal, die Fähre braucht weniger als 10 Stunden. Damit es maximal 14 Uhr ist. Wie gesagt, das ist ein relativ kurzer Abschnitt bei der Fähre diesmal wieder. Wow. Da hat es einfach meine Maus weggezogen.
Schön dachte bremsen hier. Warum bremst der jetzt so? Achso, halt nichts jetzt. Guck mal, bei dem Hafen sind 20.000 Betten. Jetzt, wo wir kein Bett mehr brauchen, beim Hafen. Das ist doch. Das ist alles Betrug. Das ganze Spiel ist so hart durchgeskriptet. Biege nach rechts. Oh. Dachte, ich hab's noch bei Gelb. Immer geradeaus. Ach, der Hafen ist doch dieser neuere, oder? Oder? Nee, doch nicht. Halt gerade wechseln. Also der dritte Ausfahrt. Nur diese Ausfahrt. Alter, ganz dünnen Zahnstocher Schranken. Digga. Weißt du? Bei so einer Schranke, da könntest du im Echten einfach durchfahren. Du würdest nicht mal spüren, dass da was war. Gut, wenn es auf der Höhe der Windschutzscheibe ist, die dürfte wahrscheinlich einen Schaden bekommen dabei, ne? So ein kleiner Mikroriss vielleicht. Aber ansonsten mit dem LKW, mit dem Kuhfänger vorne dran, da hast du halt gar nichts an Schaden. Aber hier in-game garantiert wieder gleich 100%. Okay, lass uns eine neue gute finden. Wobei, wie gesagt, der Kuhfänger hier ja sowieso überhaupt keinen Effekt haben. Was ein bisschen schade ist. Der einzige, also wie gesagt, den einzigen Effekt, den sie haben, ist eher ein Nachteil. Okay, weil wenn du nämlich gegen irgendwas gegenfährst, wie so eine Laterne oder sowas, dann kann es sein, dass die Laterne auf einmal zwischen dem Kuhfänger und dem LKW ist. Also dass du da gar nicht mehr rauskommst. So, wir müssen nach da, ne? Ja, genau. Nee, nach da. 9 Stunden. Boah, easy. Das ist noch genau mitten am Tag. Yeah. Hat alles verkalkuliert. Na komm, lad schon. Das dauert ja ewig hier. Na, noch vor 14 Uhr. Easy. Easy. Wie ich das Spiel geoutdribbelt habe. Und Ring ist auch weg. Ah genau, hier ist der neue Hafen. Ah. Stimmt, klar, der muss ja bei dem neuen DLC sein. Weil das ja das war, was dazu gekommen ist. Demnächst rechts ab. Oh, halt, man kann die Foto machen. Machen wir das direkt doch mal. Ja, nee, müssen wir ein bisschen vorfahren. Da ist gut. Hoffe ich. Ja. Ach. Müssen. Nein. Nee. Ah, leck mich doch. Biege nach rechts ab.
Oh, einmal schön von der Totalen. Bam. Könnte locker wieder. Ich hab. Eine Mutter gefickt habe ich. Das ist ja schlimm, ja. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Biege nach rechts ab. Ich habe den Bordstein gerade mal ganz sachte berührt. Mit 1 km/h und direkt Schaden. Was ist denn los mit dem Auflieger? So empfindlich ist er doch sonst nicht gewesen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, wahrscheinlich, weil es jetzt dieses neue Schadenmodell gibt, ne? Vielleicht regiert das einfach ein bisschen. Ey, das ist doch genau die Stelle, die wir letztens bei dem Ladebildschirm gesehen haben. Mit den Gleisen. Die da so rumgleisen. Oh, 300 Kilometer. Wow. Das ist eigentlich mal diese riesige Hopper. Aha. Lol. Gut, da ist schon ein bisschen früh geblinkt, aber egal. Da sind ja auch Bordsteine, Alter. Holy shit. Hat bei sich noch Licht an. Hauptsache die Fracht hat keinen Schaden. Digga, hier ist schon mal wieder hart. Wow, Alter. Zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Digga, das. Nimm diese Ausfahrt. Digga. Holy shit. Ich glaube, die haben dieses neue Gebiet hier zu detailreich gemacht. Das ist ja schlimm. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Gut, erste Auswahl wäre zwar eigentlich die Tankstelle gewesen, aber egal.
Ja, das ist, Alter. Ist ja komplett Knuddelmuddel hier, die Straße. Schöne Gegend hier, by the way. Also cool sieht's aus, keine Frage, aber. Auch ganz schön stockerhaft. Ich hoffe, dann kommt gegen Verkehr. Okay. Ich hab doch gerade was gesehen gehabt. Eine Stocker-Party hier. Waren wir überhaupt schon? Nee, wir waren ja noch, gar nicht. Oder doch, ist geil. Doch, wir waren ja schon. Weil ihr bekannt vorkommt, tut es mir. Nur ich wusste nicht mehr, ob es jetzt privat oder hier im Let's Play hier schon mal war. Aber da war es doch im Let's Play. Oh, ups. Da habe ich ein bisschen, hart weggerammt. Ja, ich stockert nicht mehr. Hat sich ausgestockert. Ja, das ist eine schöne Strecke hier. Ah, damit hat die Folge definitiv ein bisschen überlänger. Egal. Ist nicht die erste Folge. Aber das ist ein schönes Gebiet. Was macht der da? Ich dachte gerade, der hätte eine Waffe. Weil er die Arme so vorne gestreckt hat. Hier drüber würde ich gerne mal meine Sprungchance bauen. Oder einfach mal so drüber fahren. Aber
Nee. Sehr interessante Straßenführung. Aber sonst habe ich letztens schon gesagt. Ey, bremst doch, bremst doch. Alter! Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Neu berechnen. Neue Route finden. Okay, lass uns eine neue Route finden. Alles hast du gerade schon gesagt. Ich dachte, du sagst, lass uns die alte Route wiederfinden. Warum haben wir nur eine Spur? Warum haben wir jetzt zwei Spuren? Erst einmal benachteiligt, jetzt bevorzugt. Von Gleichberechtigung hätte ich noch nichts gehört, oder? Oder die Stadt, in der die Straßen sind. I don't know.
Ach, ich höre gleich mit dem anderen. Ja, haben wir ja auch bis festgegangen, glaube ich. Irgendwas war da. Gegenverkehr, ernsthaft? Autosteuer sparen. Kauf dich mal stärkeren Motor. Ha! Ja, da haben wir mal ein bisschen Autobahn und jetzt hier Anton und Maut. Ich hätte die selber was sagen wollten. Gott, ach da hinten. Dann gehen wir erstmal die Mission ab. Dann können wir dann in Ruhe pennen. Es war gerade mal 18 Uhr, aber dann war es gleich zweimal. Oh, natürlich kommt hier Verkehr. Hey, triff mal! Oh. Du hängst schon fest. Egal, falsch rückwärts. Achso, mein LKW selber. Du kannst fahren. Ach nein, nicht. Ich rammel beim LKW gegen das Auto. Was kriegt Schaden? Der LKW fährt los. Natürlich fährt er jetzt los. Was kriegt Schaden? Mein Auflieger. Was ist mit dem Auflieger los, sag mal? Der zieht jeden Schaden, der irgendwo auf dem Planet passiert, automatisch an. Ah, klar, dass die letzten 4 Kilometer wieder ewig brauchen. Hey, wir sehen das Ziel schon. Aber bis dahin dauert noch 3 Stunden. Und zwar echt Zeit. Erste Ausfahrt nehmen.
und diese Ausfahrt. Oh, jetzt her! Immer geradeaus. Ja gut. Das hätten wir dann erfolgreich verkackt. Demnächst links ab. Bitte nach links ab. Demnächst rechts ab. Da. Was ist das für ein Lied, immer? Also, da haben sie viel von dir eh nicht. Sehr interessante Theorien, die sie aufwerfen. Ach hier! Was? Ein Karamba, wollte ich sagen. Da hinten blinkt doch schon, dass wir hin müssen. Was genau das, wo wir letztens waren. Easy. Und? Ja, ich sag ja. Komm, was gebracht. Hey, fahr. So, dann packen wir uns mal Pen. So, also. Easy. Okidoki. Achso, ist du? Kann man kommen? Wow. Ey, genau, über eine Mille. Komm, ich kaufe noch schnell eine Garage. Easy. Garage kaufen. Ist der, weil ich würde gerne da. Damit du jetzt, wo das war. Gab es da eine Stelle mit dieser einen Fähre? Da. Bei Glatz. Na gut, das ist aber. Da ist nichts in der Nähe. Dann machen wir wahrscheinlich doch lieber eher hier. Bei Konstanza. Er ist aber auch relativ nah an der. Nee, macht keinen Sinn. Da jetzt noch eine Garage zu kaufen. Dann lieber hier. So ein bisschen mittig.
Das dauert, ey. Und das nur um eine Animation zu laden, die man eh schon tausendmal gesehen hat. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Was ist mit der Anzeige los? Jetzt kommt die gar nicht aus den Knicken, da geht ihr bis 100% und zappelt da rum. Armer Nackholm. So. Sollte es eigentlich alles reichen, aber wir nehmen ja trotzdem sicherheitshalber hier. Komm. So. LKW. Wo ist denn Alter? Achso. Was wollen wir gleich das immer kaufen? Wir haben DAF, Volvo, ja, würde ich mal sagen, wieder. Mercedes? Ich bin ja schon fast gewillt, vielleicht doch Scanner zu holen. Aber die sehen halt so hässlich aus. Wobei. Mal gucken, welcher Preis weiter ist. Je nachdem, welcher Preis weiter ist, kaufe ich den. Entweder Scania oder Mercedes. LKW-Händler. Scania. Online kaufen. Flotte. 125. Okay, das geht. Oh, Mercedes-Benz. Hey. Oh. Da haben die leider gewonnen. Wobei die echt schon bunt wie ein bunter Hund sind. Was? Gut. Wo war das jetzt? Wo haben wir die Garage gekauft? Verdammte Scheiße. Wo waren das jetzt? Ach, da. Easy. So. Jetzt brauchen wir aber eine Frauengang, bitte. Lass ein paar sinnvolle FahrerInnen. Was suche ich gerade? Arbeitsagentur. Da. Dabei sein. Oh, Fernfahrer. Let's go. Nichts mit Fernfahrer, wirklich verarschen. Egal, komm. Nehmen wir die halt trotzdem drauf geschissen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Die hat. Achso, einen haben wir ja schon. Was? Achso. Geht auch nix. Sieht zumindest sehr sympathisch aus. Let's go. Wenn halt nichts anderes da ist, muss man halt auf Sympathie gehen. I don't know. Was gibt's noch so für Material? Da ist einer, hier ist einer. Die haben, wow, beide das gleiche. Verlangen auch bei beide gleich viel Gehalt. Wer nehmen wir nicht denn da? Ah, die sieht sympathisch aus. I guess, I don't know. So. Naja. Jutschen. Da will ich mal sagen, aber mittlerweile auch ein paar LKWs, 45. Dann machen wir hier noch so einen schönen Speicherpunkt. Mal wieder speichern. Eigentlich kann ich beide nehmen. Ja,
Auch wenn man jetzt so einen LKW vor mir. Oh, ich sehe gerade. Ja, super. Das. Da habe ich mit den Krediten gespeichert. Ah! Direkt bei den normalen Speichern hier. Speichern. Ja. Auch wenn jetzt halt mal wieder ein LKW auf einmal vor mir ist. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Dinge sind geschehen. So. Hütchen. Dann würde ich mal sagen, soll das für die Folge auch gewesen sein. Ja, nächste Folge können wir dann also überlegen. Also erstmal müssen wir mal schauen bei ATS, wie wir das eigentlich sind. Da haben wir ja, glaube ich, schon 60 LKWs oder sowas. Also wir sind immer noch ein bisschen daher, zumal wir bei ATS mittlerweile 3 Millionen pro 7 Tage haben. Bei ATS haben wir jetzt gerade mal 1,5 Millionen. Wobei man natürlich dazu sagen muss, wir haben jetzt innerhalb von kurzer Zeit 15 LKWs geholt. Das heißt, die Fahrer da sind natürlich noch ganz am Anfang. Wenn die sich ein bisschen eingefahren haben, sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Aber da muss es erstmal kommen. Also wir hängen ATS immer noch hinterher, aber levelmäßig tatsächlich gar nicht so weit, wie ich gedacht habe. Weil wie gesagt, wir haben jetzt auch schon fast Level 36. Bei ATS haben wir Level 36, glaube ich, geschafft. Wir sind da, glaube ich, auf der Hälfte zu 37 oder sowas. Ja, also, ja. Aber egal, nächstes Mal, also das wäre erstmal die letzte Folge für ETS und damit ist mein Aufnahmemarathon, der fast 7 Stunden geht, ging, auch vorbei. Als nächstes kommt erstmal wieder mein Test. Was auch immer da, ich weiß noch gar nicht, ob ich mal wieder auf dem Creator-Server spiele oder einen anderen Server, mal gucken. Auf jeden Fall mein Test. Von daher, bis dann.